So, ich habe ja letztes Mal aufgehört hier draußen. Ja und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. So, Klappe zu, etwas gesagt hier, da kann man zu machen. So, ich möchte mir jetzt heute erstmal als erstes ein paar Hühner kaufen für meinen Hühnerstall. So, Bushaltestelle, und dann muss ich jetzt hier runter die Haltestelle nehmen. Habe mich auf der Karte schon mal so ein bisschen umgesehen. So, und deswegen weiß ich, dass ich jetzt hier Hühner kaufen kann. Dann muss ich kurz einmal hier reingehen. So, mal gucken. X. Weizen, Mais, Gerste, Raps, Erbsen, Soja, Lupine. Nein, warte mal. Mehr. Ja. Ah, hier, guck mal. Tomaten, Setzlinge. Bei mir Dings muss ich auch mal gucken. So, Hühner. So, warte mal, ich kaufe jetzt 20 Hühner. Dafür bezahle ich nicht ganz 500 Euro. Okay, mal sehen, weil ich die 500 wieder drin habe. Ich habe jetzt oben 10.300 und 10. 10.310. 10.10. So, kaufen ist X. So. Dann wieder zurück zur Haltestelle. So, mal gucken. Ich habe jetzt hinten 840,99. So, mal gucken, ob das hier irgendwas kostet mit dem Bus. Habe ich noch nicht so drauf geachtet. 840,99, ich glaube 838,99. Okay. Das kostet mich 2 Euro die Fahrt. So, und ich höre sie vorhin. Der Hühner. So, warte mal, dieser Zaun hier, ist der noch... Der muss doch, glaube ich, noch repariert werden, ne? Mal gucken. Wenn ich jetzt hier reparieren mache. Ja. Moment, hier. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Hier, das Tor muss auch noch gemacht werden. Einmal. Zweimal. So. Sonst noch was hier auf der Seite? Nö. Aber da läuft noch was Rotes auf. Bitsi batsche bum bum. So, ich habe die Kamera etwas langsamer gedreht, aber ist mir doch ein bisschen zu langsam jetzt. Moment. Oh Gott, das ist mir zu langsam. Moment, ich muss da mal die Kamera etwas schneller drehen hier. Mal wieder ein bisschen nach oben. So vielleicht. So, irgendwo habe ich noch was Rotes gesehen. Ah, hier die Tür. So, peng. Okay, so, hier können dann die Eier rein. In diese Postfächer. So, und hier sind dann meine Hörner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und so weiter. Gut, alle da. So, mein Haus ist soweit in Ordnung, wie es aussieht, aber...
Ich muss dann noch ein paar andere Sachen reparieren. Zum Beispiel die Scheune. Die ist auch total. Boah. Damit ich irgendwann dann auch noch Kühe und so nehmen kann. Kaufen kann. Ich mache erstmal hier die Tür reparieren. So. Dann diese Tür. Okay, wo denn noch? Ah, hier der Rahmen. Warte mal, ich habe ja noch. Ich will mal, ich muss gucken. So, wo sind denn jetzt meine Dings? Moment. Tank, hier hat man dann auch ein paar Infos noch, die man sich angucken kann. Getreide und Magazin und überhaupt. Und dann hier Strohlager, dann steht immer ein paar Sachen noch dabei. Hier bei der Hundehütte nicht. Okay, Moment, wo habe ich denn jetzt meine anderen? Tür zu. So, meine Gewächshäuser, warte mal. Hier habe ich noch so einen Tank, dieses Dings, Silo-Ausgabe, genau. Das mache ich auch mal eben reparieren. Wenn das hier schon mal fertig ist. Aha. So. Sonst noch was? Ah, hier unten. So, gucken. Da oben ist noch was. So, Belohnung 1000 Punkte. Okay. Ah ja, hier sind meine Gewächshäuser. Tür auf. So, Moment, ich habe doch hier. Mal gucken, ob ich das davon irgendwie. Ah ja, benutzen. Tomaten, Dattlinge gelagert, 10 Stück. Okay. Ah ja, guck mal, kann ich hier. Warte mal, kann ich hier jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Was soll denn dieses Grünzeug hier? Das ist irgendwie ein Fehler, wie es aussieht. 2, 3, 4, 5. Mache ich das erstmal so. 5 da, 5 da. Goodie. Das hier ist jetzt öffnen. Oh. Da kommt Wasser raus und dann wird es nass. Alles klar. Ich mache da mal ja die Tür zu. So. Kamera dann noch ein bisschen das hier. Gut. Werkzeug reparieren. Und nochmal. Einmal jetzt die linke Seite. So, erstmal die Türen hier. Und so. Das muss auch erstmal weg hier. So, schön gemacht hier, bravo. Das ist gut. Vielleicht kann ich das ja später auch nochmal eine andere Farbe machen oder was, keine Ahnung. So, hier ist noch ein Riss. Donnerwetter. Also wirklich, der Vorbesitzer ist hier gar nicht gut umgegangen mit dem Hof hier. Hat alles verfallen lassen und so. Naja. Ich hatte wohl keine Lust mehr. Oder kein Geld, ist pleite gegangen.
weil vielleicht der Trump irgendwas an Gesetze erlassen hat. Oder was weiß ich, was der Aule gemacht hat. So. Hier auch dicht. Hier oben dann noch reparieren. So. Gut. Ich nehme mal das kleine Tor hier. Ups. Immer geht es bei mir in die Richtung auf, hier wo ich gerade durch will. Kann ich da auch was reparieren? Nein. Nö. Aber hier, das geht. Aha. Soweit in Ordnung hier. So, einmal auf. Immer kommt man die Tür hier entgegen, ey, das ist doch. So, mal gucken. Dann noch hier oben hoch. Hier noch die Mauer. So, da noch ein Stück. So, das Dach wird zugemacht. Irgendwann kommt auch bestimmt mal Regen und dann ist das nicht gut, wenn das Dach offen ist. Ja, ja, ich und mein Dachschaden. So. Wird da noch zugemacht. Hier noch was. So, dann hier noch. Immer schön feste zumachen. So, hier auch. Jawohl, Fenster einmauern. So, und hier habe ich dann mein langes Rohr. Und hier kommt dann irgendwann noch was hin. Wenn ich genug Geld habe und so weiter. So. Das ist auch zu. Jetzt ist hier noch offen. Was man hier alles machen muss, das ist unglaublich. So. Und da hätten wir auch noch was offen. Und hier noch die ganzen Mauern. Halleluja. Naja, ich muss hier die Mauern zumauern. Die Löcher und so weiter. Mauer errichten. Obwohl man ohne Mauer auch gut leben könnte, aber und auch überhaupt leben kann, aber hier muss halt eine Mauer hin. Damit das dann gut abgetrennt ist. So, und dann hier nochmal. Ich baue mir ein Schloss. Da, 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 nein. So. Alles klar. Und dann hier oben noch. Und da war das. Jede Bahn sozusagen einzeln machen. Das ist ja. So. Sieht zu aus. Sonst noch was. Hier oben nicht, ne? Nö. Hier ist alles in Ordnung. Ja. Hier oben ist alles in Ordnung, das ist gut. So. Hier unten. Auch alles in Ordnung. Gucken. Ja. Okay. Hier ist auch alles in Ordnung. Hier kann man wohl in so eine Art Trecker reinstellen oder so. So, und sonst? Wo könnte noch was sein vielleicht? Äh.
passiert ist ja nichts mehr. Nö. Okay, da scheint ja alles in Ordnung zu sein. Gut. Dann werde ich das hier mal reparieren. Die Ziegel. Dann die Tür. So. Da ist noch was. Alles klar. So, hier noch. Dann hat die Wolli da mit Papier umgeknistert. Moment. So. Da oben. Wow, das ist richtig anstrengend hier. Die Seite hier dicht machen. So, dann hier noch ein Stück kaputt. Na komm. So. Wahnsinn. Also ich hätte das ja nicht so alles kaputt hinterlassen, ne? Aber naja. So, alle schön wieder heil gemacht hier. So, mal oben gucken. Da oben das Dach muss noch. Und sonst hier noch die Mauer und die Tür. So. So. Alles klar. So, dann ist hier noch ein Stück Mauer von innen kaputt. Auch das muss repariert werden. Dann diese Wand. Alles erstmal so schön hier reparieren und vielleicht kann man das ja irgendwann später mal mit anderem Stein machen, andere Farbe oder was weiß ich. Muss ich mal sehen. Und nochmal und nochmal und nochmal so. Da oben hier noch Pfeiler. Hier. Und noch ein gelber Punkt, so. Eieiei. Das ist nicht rot, nein, das ist so. Gut, jetzt muss ich hier nach oben. Da ist auch noch eine Leiter. So, aber ich hatte ja irgendwo mal ein Gerüst aufgebaut. Genau hier. Mal sehen. Einmal hier hoch. Einmal drehen. Und dann hier hoch, aufs Dach sozusagen. So, hier habe ich ja schon mal eine Ecke gemacht.
Dann mache ich noch den Rest heute. Ja. Damit es nicht reinregnet irgendwann. Wird er irgendwann auch den Angezeiger angesagt, hier Regen kommt dann. Dann und dann. Und dann habe ich alles schön repariert hier. Yeah. So. Und dann hier noch. Schnipp, schnapp, schnuppe. Mhm. Die Seite. So, oder? Ach ja. Ich bin der lustige Holz. Nein, Dachdecker-Bub oder so. Immer wieder. Knips, knaps, knaps, so. Ja, auch müssen hier gelbe Punkte sein. Genau, ich meine, hier ist ja so ein Dach mit rote Ziegel oder so, und dann kann ich das hier auch noch alles in rot machen. Zum Beispiel, damit es halt eben besser aussieht. So. So ist noch irgendwas vielleicht übersehen? Wie es aussieht, nicht. Hier ist alles okay. Genau, ich kann auch jetzt so gucken, wie viel Sprit noch da im Tank ist. Auch interessant. Noch 99%. Das heißt, da kann ich noch ein Stück mitfahren. So, hier gucken. Hier ist auch alles. Okay. Dann springen wir hier runter. Achtung. So. Okay, einmal noch mal hier in die Runde. Ach, da oben ist noch was. Guck mal. Da muss ich auf dieses kleine Vordach dann springen. Moment. So. Okay. Da muss ich da doch noch mal auf das kleine Dach drauf. Ich meine, wenn man fertig ist, irgendwas gemacht hat, dann gibt es auch einmal irgendwie eine kleine Belohnung. So. Dann nochmal hier auf das eine Dach drauf. Tipp, 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 tipp. Achtung. Uah, nicht so weit. So. Genau hier. Die Holzbretter erneuern. So. Okay. Ist auf jeden Fall dicht. So, mal gucken. Da ist ja alles dicht. Da ist alles dicht. Mein Haus ist eigentlich auch in Ordnung. Ach, Katze, tobt doch nicht so rum. Das Haus ist eigentlich in Ordnung. Also, wie es aussieht, da sehe ich so auch nichts Rotes mehr. Weder hier außen. Ach, guck, wir haben noch einen Zaun. Dann nehme ich den auch noch mit hier. So. Das Haus scheint in Ordnung zu sein. Hier drin. Mal die Zimmer angucken. Aus dieser Sicht. Küche.
Unten der Boden. Da ist auch nichts Rotes mehr. Okay, das ist ja auch in Ordnung. Dann hier Schlafzimmer ist in Ordnung. Da ist in Ordnung. Hier ist in Ordnung. Badezimmer. So. Wahnsinn, was der Kater hier rumtobt, ey, das ist unglaublich. Hier ist alles in. Ach, guck mal, hier ist noch eine Tür. Die noch gemacht werden musste. So. Hier. Ist alles in Ordnung. Hier auch. Okay, Moment. Hier oben war ja auch alles in Ordnung. So viel ich weiß. Ja. Okay. Aber wo kann denn noch was sein? So, und was hier, der Kuhstall, den kann ich noch mal. Wie spät ist das denn da jetzt? 18.18 Uhr, okay. Ich mache erstmal hier draußen, soweit es geht. Das obere. So. Ja, hier noch die Steinmauer. So. Denn das soll ja auch hübsch aussehen, wenn mal hier jemand zu Besuch kommt oder so, oder wenn ich eine Frau habe, irgendwann. Ich denke die ja, was hat der denn für kaputte Bruchbuden? Nee, da ziehe ich nicht ein. Ne? Das soll ja alles. Was? Was überrascht dich? Ich hoffe, es wird sich eines Tages ändern. Nach all dem. Die Nachbarn mit ihrem scheiß Kommentar. Nie pünktlich. Immer die gleiche Geschichte. Ja, ja. Und ich bin dazu heute wirklich nicht in der Stimmung. Nein, bist nicht in der Stimmung. Es könnte sich zum Positiven verändern. So, hier noch eine Tür. Immer zu spät. Ja, nie immer pünktlich. Zu spät. Nie immer pünktlich. Immer die gleiche Geschichte. Das nervt. Genau, das nervt. Hier unten wird noch repariert. Und zusätzlich bringen mich meine Kopfschmerzen um. Ja. Nichts hat sich verändert. So, gucken, hier drin. Es könnte sich zum Positiven verändern. Das ist das Dach da oben. Hier hätte unten. Hätte noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Ja, ich hätte auch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können, aber... Von alleine macht sich der Hof hier nicht, Mensch. Ich muss ja arbeiten, verstehst du? Immer fleißig, immer arbeiten. Nichts hat sich verändert. Doch, es wird sich hier einiges ändern. Und zusätzlich bringen mich meine Kopfschmerzen. Erstmal muss der Stall und so alles hier richtig hergerichtet werden. Moment. Alles anders. So. Das dachte ich auch gerade. Aha, dann ist hier noch was. Das sag ich nur, aber. So. Das überrascht mich nicht. Gucken. Das nervt. Das hat doch mal ruhig, Mann. Ne, die kann da bleiben, die Palette. Das überrascht mich nicht. Gucken, ah ja. Ich dachte wirklich, dass sich das jetzt ändern würde. Ja, ja. Sehe ich so aus, als ob es mich interessiert?
Ach Leute, warum müsst ihr denn alle 5 Sekunden dasselbe sagen, ey? Oder so. Da sage ich nur Amen. Ich hätte noch länger im Bett bleiben können. Hm. Du kannst dir darüber nicht sicher sein. Nein. So, hier noch was. Versprechen, versprechen. Da liefern sie? Ich denke nicht. Dann da noch. Immer zu spät, nie pünktlich. Immer die gleiche Geschichte. Genau, wie bei euch, Mensch. Nichts hat sich verändert. Alter. Ihr seid so weit weg und trotzdem labert ihr so laut, das ist ja unglaublich, Mann. Das ist sehr beunruhigend. Ja, ja. Sehr beunruhigend. Ihr seid sehr beunruhigend. Zusätzlich bringen mich meine Kopfschmerzen um. Ja. Und sagt er gleich wieder, ich hätte eine halbe Stunde länger mitbleiben können. So. Das ist sehr beunruhigend. Hm. Eines Tages wird alles anders sein. Ja, genau. Das überrascht mich nicht. Oh Gott. Und noch mehr Nägel. Genau, es nervt. Ich hoffe, es wird sich eines Tages Alter, ändern. Wie viele Nägel hat er hier von verbraucht? Für diese ganzen wirklich, Bretter hier, ey. Versprechen, versprechen. Aber liefern sie? Ich denke nicht. So. Sehe ich so aus, als ob es mich interessiert? Ich würde mal sagen, ich kann gleich mal aufhören hier. Das dachte ich auch gerade. Vielleicht ist noch das Dach hier das Einzige, was ich machen muss. Da sag ich nur. Und dann mache ich wieder Schluss. Für heute, für diese Folge. Kommt drauf an. Denn ich bin ja auch schon wieder über eine halbe Stunde hierbei am Reparieren und so. Eines Tages wird alles anders sein. So, dann hier noch schnell. Das nervt. Repariere, repariere. Blamieren oder reparieren. Hoppsala. Ja, das dachte ich auch gerade. Und ich dachte auch gerade, hier könnte man die Schnauze halten. Nicht sicher sein. Immer dasselbe. Das nervt. Das überrascht mich nicht. Ja. So. Ich hoffe, und? Es wird sich eines Tages ändern, nach all dem. So, gucken. Nein, die Seite noch. Und ich schlage damit die Nägel rein. Klack, klack, klack. Das ist fein. So. Und noch ein gelber. Und hier noch. So, und noch einmal. Ah, da ist noch was. Alter, dann denkst du, bist du fertig? Nein, noch nicht. So, 5000 Sozialpunkte bekommen. Alles klar. So, da oben habe ich das jetzt 1945 gleich. Okay. Der Typ ist dann müde. So, runter. Hep. Und dann kann der ja ins Bett gehen. So. Da oben. Das mache ich dann nächstes Mal. So, denn jetzt muss der Heini ja erstmal auch wieder ins Bett und so. Dann also, ich bedanke mich, dass du heute auch wieder dabei warst. Und dann mache ich am nächsten Morgen weiter hier, wenn ich ausgeschlafen habe. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder gute Nacht oder was auch immer. Und dann bis zur nächsten Folge hier bei Farmers Dynasty. Bye, bye.